Okay. Skatter! Alter, ist das geil! Oh mein Gott! Wie geil ist das denn, Leute, endlich! Nach ewigem Gebettel und Rumgefrage, warum die MP5 nicht mehr in Counter-Strike enthalten ist, wurde etwas getan. Es gibt sie endlich wieder. Wir haben das Thema ja schon ein paar Mal im Stream gehabt und auch in Videos und ja, die MP5 war halt einfach früher bei Source immer meine Waffe für das kleine Geld, für den kleinen Geldbeutel. Zwar jetzt nicht mit Schalli, es war einfach eine Waffe, die gerne gespielt wurde, die schön balanced war, mit der man einfach, ja, angenehm, hey, Leute killen konnte. Ich habe mir jetzt nicht großartig den Text dazu durchgelesen, warum sie es jetzt gemacht haben, also warum es jetzt endgültig umgesetzt wurde, dass die MP5 wieder mit drin ist. In Bezug auf die übliche Frage, hat CSGO mit Updates, also zum Beispiel auch mit diesem Update jetzt wieder eher die Chance, zu altem Ruhm zurückzukehren? Naja, es ist auf jeden Fall schon mal besser wie das Panorama-Update. Es ist immerhin eine neue Waffe, beziehungsweise eine neue alte Waffe hinzugefügt worden, für die es dann auch wahrscheinlich wieder Skins gibt, was aber eine rein kosmetische Geschichte ist. Näher an etwas Großes sind sie dadurch jetzt nicht zwingend gekommen, wobei es trotzdem neuer Content ist, also auch wenn es jetzt nur eine Kleinigkeit ist. Der falsche Weg ist es aber auf jeden Fall nicht. Es ist schön, dass sie sich dazu entschieden haben, mal wieder was Neues einzuführen. Wenn jetzt noch so ein bisschen gefuhrwerkt wird an gewissen Stellen, wie eben weiterer Content, Operations zum Beispiel oder ein anderes Ranksystem, vielleicht auf Seasons basiert. Sowas könnte die ganze Chose auf jeden Fall noch weiter oder wieder weiter antreiben, dass CSGO zumindest in einem Teil wieder zu seinem alten Ruhm zurückkommt. Wenn ihr die Waffe spielen wollt, müsst ihr sie einfach hinzufügen. Also ihr geht in euer Inventar in CSGO, sucht die Waffe raus und wählt sie dann aus, um sie dort zu spielen. Also ersetzt, glaube ich, die, welche wird ersetzt? Welche ist hier eigentlich? Die MAC-10? Und schon könnt ihr hustlen. Ich denke, ich bin nicht der Einzige, der sie vermisst hat. Also gut, wer jetzt halt erst bei Go eingestiegen ist in Counter-Strike, wird sie nicht großartig vermisst haben, weil er sie nicht kennt. Also im Counter-Strike-Universum zumindest. Wer die Waffe gleich in der Hardcore-Action im Stream sehen möchte, kann jetzt einfach, hallo, in den Stream kommen. Ihr wisst ja, ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr. Also jetzt auch schon, während wir hier gerade, hey, sprechen. Bin ich schon live auf Twitch? Kommt dran. Im Moment gibt es ein Glove-Giveaway. Ach ja, und freitags ist auch Stream. Jeden Freitag ab 22 Uhr ist auch nochmal gestreamt. Ne? Kommt dran. Wer sich jetzt fragt, wie sich die MP5 im Vergleich zur früheren MP5 spielen lässt, es ist ein bisschen schwierig. Also, mir kommt sie etwas ungenauer vor, aber mein Aiming ist auch deutlich schlechter geworden, wie es eben früher mal der Fall war bei Source, wo was eben meine Hauptzeit war, das wisst ihr ja. Ich habe halt Szenen von früher im Kopf, wie ich halt wirklich abgehe mit dem Ding. Und, nee, wisst ihr was? Das liegt an meinem Aim. Das liegt einfach nur an meinem ultra schlecht gewordenen Aim. Die ist noch genauso haarscharf, haargenau, wie die Profis sagen, wie früher. Guck dich das Ding mal an. Mal gucken, wie sie im Spray ist. Das ist das Pattern. Okay. Sieht fast aus wie eine 2. Also eins kann ich auf jeden Fall sagen, sie macht genauso viel Spaß wie früher. Es geht echt ab mit dem Ding. Geil. Ich freue mich schon ultra auf den Stream, wenn wir die dann testen. Ich glaube, ich werde only MP5 spielen. Es war früher einfach die perfekte, oh, Balance zwischen dem eingesetzten Geld dafür, also dem Preis, und dem, was man eben daraus bekommt. Was kostet sie denn heute? Das habe ich jetzt noch gar nicht geguckt. So, gucken wir mal. Steht auch ein Preis dabei? Ne, hier steht kein Preis dabei. Doch, 1500. Ey, das ist echt gut, oder? Wisst ihr, wenn man mal komplett am Forcen ist, da ist die MP5 die Waffe, die man nehmen sollte. Also, sage ich jetzt. Natürlich spielt jeder mit unterschiedlichen Waffen besser als andere. Aber da es für mich eben früher schon immer die MP5 war und ich mich am Anfang von CSGO so dermaßen über die UMP aufgeregt habe, die 45, weil wenn man die mit der MP5 vergleicht, ist sie halt einfach scheiße. Darum spiele ich natürlich die MP5 ab jetzt in den Force-Runden und vielleicht auch so einfach. Jetzt mal kurz MP4 zum Vergleich. Ah, die geht doch gar nicht. Aber so eine MP5. Die geht super. Wie er da stand. Fuck, fuck, fuck. Hört auf, mit der MP5 zu spielen, der Gauner. Die gehört schon mir. Das ist zufällig schon meine Waffe. Pass auf, easy kill, easy frag. Alter, easy, long shot, long range, fuck. Sie hat übrigens 30 Schuss pro Magazine und 120 dann noch so im Sack, oh no. Ich kann sie nur noch mal betonen. Kommt in den Livestream, verschissen noch mal. Oh, 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 long shot, Insta-Headshot, long shot. Oh, war kein Headshot. Pass auf, den treffe ich jetzt. Ich meine, ich habe schlecht geaimt, klar, aber was trifft der mich einfach? Na also, es geht auch. Achtung, ich lade nicht nach. Gib noch einen dritten Kill drauf. Ich schwöre bei meiner Mutter, ich mache noch 3 Kills auf dem Gerät. Dritten Kill. Was? Oh mein Gott! Es waren noch 3 Schuss übrig, da wären Minimum noch 3 Kills bei rumgekommen. Halt, stopp, Bro. Jetzt noch ein Knife zum Ende. Komm schon. Schaffe ich das? Ich weiß nicht. Oh fuck. Okay, vergessen wir das Knife. Ich muss nochmal einen MP5-Kill machen. Ist doch geil, wie er so kloppt. Bam!
und den Entsicherungsbums Dingenshebel da reinwurschtelt. Die ist jetzt geladen und feuerbereit, Männer! Und bumm, zerlege ich damit die Feinde. Wahnsinnig. Ist hier zufällig noch ein kleines Feindchen irgendwo? Da ist einer. Oh, das war eigentlich meiner. Auch der Sound ist schön. Oh, easy ein Headshot gegeben. Hallo, Bro. Alter, seit wann steht der Container schräg? Guck mal, fuck, ne? Soweit, so gut zu MP5. Geiles Teil. Fazit, wie gesagt. Die Waffe alleine rettet logischerweise CSGO jetzt nicht, aber so war es ja auch nicht geplant, ne? Die Entwickler denken sich jetzt nicht, wir machen eine MP5, dann sind wir reich oder so. Logisch. Nur weil ich es beim letzten Update auch schon so als Fazit mit einfließen habe lassen, sage ich jetzt auch, es ist schon mal auf jeden Fall ein Weg in die deutlich richtigere Richtung, noch besser wie dieses Panorama-Ding. Operations und nicht zwingend ein anderes Rank-System, aber eine Erweiterung des Rank-Systems mit Seasons oder irgendwelchen zeitlichen Intervallen eben einfach. Damit man sich immer wieder einen neuen Rank aufbauen muss und auch temporär seinen Rank dann sieht und nicht diesen Mischmasch aus diesen Milliarden von Spielen schon hat und hin und her. Ach ja, und noch so als Mini-Tipp vom Profi sozusagen. Ein viel, viel besseres Bestrafungssystem für Rager und Hundesöhne einfach. Sprachaufnahmen und Chat müssen öffentlich gemacht werden können für Overwatcher. Es müsste sogar vielleicht einen eigenen Zweig dafür geben, der sich nur mit solchen Reports beschäftigt. Also mit diesen, der hat rumgeschrien, der ist komplett durchgedreht, der hat einfach Teamkills gemacht, weil er ein dummer Bock ist und so weiter und so fort, ja. Das müsste noch deutlich mehr gefördert werden. Nicht zwingend härter bestraft werden, aber einfach gefördert werden, dass die Leute dann auch wirklich ihren Timeout bekommen. Ne, und dann einfach mal eine Woche nicht spielen können und sich einfach mal merken, in ihren wahrscheinlich viel zu klein geratenen Hirn, dass diese ganze Raid-Scheiße einfach behindert ist. Das wäre noch ein guter weiterer Punkt. Vielen Dank an alle, die mich informiert haben wegen der MP5. Ich habe es zuallererst von Big Wallen bekommen über WhatsApp und dann von bestimmt 5 Leuten von euch über Steam. Dann gesehen, als ich Steam angemacht habe, um eben hier Counter-Strike anzumachen, um was aufzunehmen. Vielen, vielen Dank. Sicherlich kommen auch über Twitter noch einige Hinweise, dass ich da was machen soll. Es ist jetzt ja passiert. Ich werde das jetzt direkt verarbeiten, weil gleich ist Livestream. Und da muss ich wieder ready sein. Kommt dran. Ihr wisst Bescheid. Daumen! Ciao, ciao.